Class 801 einfügen. Also die British Rail Class 801 In diesem Azuma. Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man einen BR-Class 801 Elektrotriebzug fährt. Okay, BR. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Passagierbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, betreten Sie den Führerstand. Werde ich tun. Also die BR, wie sie gute Frau sagte. Hier steht Azuma drauf. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Azuma, harten S oder weichen S. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal so ein ähnliches Fahrzeug gehabt auf einer englischen Strecke. Es sieht dem ähnlich. Und das hat auch einen Grund, weil es ist der gleiche Hersteller. Ja. Der Azuma hier und auch der Javelin kommen beide von Hitachi. Wird das? Wie das Licht hier verschwindet? Das sieht strange aus. Komisch. Ja, beide gleiche Hersteller. Hier sind hier beide LNER auf der East Coast Mainline. Und hier steht es auch nochmal dran, die 801. So, ich sehe gerade hier ganz schön großer Abstand. Ja, nicht, dass hier jemand runterfällt. Zum Beispiel so, da müssen wir wieder hochsteigen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz, damit Sie den Zug für die Fahrt vorbereiten können. Jo. Wir gucken uns aber erstmal ein bisschen um. Und wir sehen, hoch, hier kann man viel machen. Es wird nicht alles verfügbar sein. DSD. Ja, alles klar. Train Protection and Warning System. AWS. Das geht alles nicht. STO. Selective Door Operation. Drive Reminder. DRA. Und ETCS. Okay. Ist alles hier verbaut. Das ist auch schon mal schön. Was kann man hier machen? Zusatzgenerator. Aus. Zusatzgenerator ein. Bugklappe schließen. Stromabnehmerauswahl. Temporäre Isolierung. Train Protection and Warning System. Also mal, wie, hä? Haben wir das nicht hier schon mal gehabt? Ach, temporäre, ja. Gut, dann haben wir hier für die Türen Bedienpult, Signal, linke Türen freigeben, Closed Door, alles klar. Sicherungskasten. Okay. Ich vermute mal, hier kann man gar nichts machen. Das ist einfach nur Show. Hier kann man gar nichts schalten. Okay. Hier haben wir auch noch mal so einen Führerstandsbeleuchtung. Okay. Bedienpult. Dann Beimannsitz. Da setzen wir uns doch mal hin. Ich meine, die Aussicht nach vorne ist jetzt nicht die allerbeste. Man guckt ja hier hauptsächlich auf diesen, auf die, was ist denn das hier, eine A-Säule. Dafür können wir hier ein Leselicht anmachen. Okay. Das weiß ich nicht. Sollen das USB-Steckplätze sein? Ich weiß es nicht. Oder ein Strom. Begleiterpult. Ah, okay. Kann man hier runterklappen. Ja. Wenn es Multiplayer gäbe, ich finde es immer schön, wenn man dann jemanden hier hinsetzen kann und das. Also, ja. Ich sehe gerade, die Texturen sind jetzt nicht die allerschönsten für den Sitz hier. Die sind auch sehr niedrig aufgelöst. Sieht auch. Gut, über Design lässt sich ja wie immer nicht streiten. So, ne.
verdrückt. In dieser Einführung werden Sie eine komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, wenn Sie den nächsten Halt erreicht haben. Das ist schön. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Um das Steuerpult zu entsperren, stecken und stellen Sie den Hauptschlüssel ein. So, wir machen erstmal das, was die Dame uns so sagt. Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Ihr sagt zu uns aber nicht, dass wir auf neutral stellen müssen. Das müssen wir nachlesen, okay? Stellen Sie die Zugspitzensignale ein. So können andere in Ihrer Umgebung erkennen, dass der Zug in Betrieb ist. Ich tue mich immer noch schwer mit der Betonung von der guten Frau. Um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen Sie die Fahrgasttüren öffnen. So, Fahrgasttüren. Zack. Hä? Ach. Was haben wir denn hier alles noch? Kann man gar nichts machen. Kamera geht nicht. Automatic Warning System. Brake Release, Train, Stop Override. Kuppeln. Wheel Slip, Train Wash. Ach, kann man nicht drücken. Es ist Zeit die TCS-Bestätigung. Schließen Sie die Fahrgasttüren. Okay. Muss ich da hier so einen Klingeldicken drücken? Keine Ahnung. So. Wir sehen, wir haben hier einen Stromabnehmer oben. Das ist ein Unterschied, also ja, Unterschied ist falsch gesagt. Aber wir kennen ja schon den Javelin von einer anderen Strecke. Der Javelin hat ja zwei Stromabnehmer. Der Zug besitzt einmal einen oben. Kombihebel Leistung Bremse. Um den Zug in Bewegung zu setzen, bewegen Sie den Hebel in den Leistungsbereich. Ja. Der Javelin hat ja zwei Stromabnehmer. Einmal oben den normal zum Ausklappen und dann einmal unten Stromschiene. Ja. Hier haben wir so eine Stromschiene, oder? Nee, das ist keine Stromschiene. Das eine Stromschiene sein? Nee. Sieht eher aus wie eine neue Schiene. Na ja, gut. Aber ich glaube, es ist eine Stromschiene. Der Javelin hat ja hier noch so Stromabnehmer irgendwo. Und kann damit dann den Strom von unten nehmen. Ja. Deswegen ist er auch eher im Nah- und Mittelverkehr, nenne ich es mal, im Einsatz. Und der hier ist eher für die Langstrecke. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren einfach los. Ja, ich wollte. Das hier eigentlich? Prozent. Weiß ich nicht. Wird leider auch nicht erklärt. Genau. Der Javelin hat oben und unten Stromabnehmer. Der hier, der Azuma, der kann über den oberen Stromabnehmer fährt er hauptsächlich. Der hat aber noch ein Dieselaggregat. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen.
Die im September 2019 eingeführten Class 801 wurden als Ersatz für die in die Jahre gekommenen Intercity 125 und 225 gebaut, die zu dieser Zeit die Hauptzüge auf der East Coast Mainline waren. Die Class 801-Flotte wurde als reiner Elektrotriebzug konzipiert, verfügt jedoch über einen einzelnen 560 Kilowatt, 750 PS starken Dieselmotor, der in einem der Wagen für den Notbetrieb eingebaut ist. Diese Baureihe hat eine maximale Leistung von 4500 Kilowatt, 6000 PS und eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 124 Meilen pro Stunde. Die gute Frau hat es erklärt. Hier ist also noch ein Dieselaggregat drin, mit dem das Fahrzeug zur Not, wenn kein Strom da ist, aus irgendeinem Grund oder ein Fehler vorliegt, kann das Ding auch mit Diesel fahren. Man sieht es hier. Diesel, Engine Start. Engine Stop. Zum Beispiel, ja. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir können das jetzt hier machen. Es ist hier nicht ganz so schlimm. Normalerweise steigt man natürlich nicht aus dem Sitz. Hier gibt es noch einen Zusatzgenerator an. Da weiß ich nicht genau, was die meinen. Ist Zusatzgenerator noch irgendwas, was Strom erzeugt? Oder keine Ahnung. Ich habe auch gerade keinen Lokführer da, der so ein Ding fährt. Wird schwierig. So. Kann man auch ein paar Sachen drücken auf dem Teil hier. Test. Das Ding. Ist okay. Sie nähern sich dem Bahnhof. Bereiten Sie den Zug darauf vor, langsamer zu werden. Verwenden Sie den Kombihebel, um etwas Bremskraft anzuwenden und den Zug in der angegebenen Position sanft anzuhalten. Ausprobieren auf 100. Ja, so die geilsten Bremsen hat er nicht, ne? Das aus hohem Tempo runterbremsen, das dauert bei dem hier scheinbar. Da gibt es andere Züge, die bessere Bremsen haben. Mal ein bisschen vorrollen. Ja, also man sieht schon, dass der ganz schön zu kämpfen hat. Da der Zug angehalten hat, können Sie jetzt die Fahrgasttüren öffnen. Okay. Wenn ich da drücke, gehen hier die Dinger hoch. Hä? Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Achso, das ist das neue Bewertungssystem hier. Haben wir das auch mal gesehen? Das ist dann diese Platin-Medaille wahrscheinlich, die wir hier erreicht haben. Okay. Ich würde aber gerne mal was anderes ausprobieren. Und zwar, wir machen weiter.
und machen nochmal wiederholen. Das macht jetzt zwar nicht allzu viel Sinn, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Und zwar, achso, wir müssen ja erstmal die gute Dame erzählen In lassen. diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man einen BR-Class 801 Elektrotriebzug fährt. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Passagierbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, betreten Sie den Führerstand. Okay, interessant, man fährt hier nur rückwärts. Ach ne, hier sind andere. Okay. Ah, hier ist ganz schön eng hier der Gang. Und zwar, wir machen mal das, was. Achso. Ich muss hier den Punkt überschreiten. Das Nehmen ist. Sie auf dem Lokführersitz Platz, damit Sie den. In dieser Ich das Einführung mal so weit werden ab, Sie wie es eine möglich ist. komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, wenn Sie den nächsten Halt erreicht haben. Das ist schön. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen Sie die Fahrgasttüren öffnen. Die können jetzt einsteigen und zwar, was wir jetzt machen werden, ist das Ding nach unten. Gucken wir mal, das ist bestimmt hier irgendwo mit. Ah, hier. Jawohl. Und dann würde ich nämlich sagen. Starten wir den Dieselmotor. Es ist Zeit zur Und Abfahrt. fahren auf Schließen Diesel. Sie die Fahrgasttüren. Jetzt hört man den Dieselmotor laufen, oder? Genau, jetzt geht er aus. An. So, dann schalten wir um auf Diesel. Was ich jetzt mal machen würde, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Oder ob das vielleicht ist doch auch bloß Quatsch, was die hier machen. Egal. Die Sicherheitssysteme brauche ich nicht einschalten, die sind hier eh nicht verbaut auf dem Testcenter. Von daher ist das. Der So. Zug besitzt einen Kombihebel Leistung Bremse. Um den Zug in Bewegung zu setzen, bewegen Sie den Hebel in den Leistungsbereich. Würde ich mal sagen, wir hören uns das mal von außen an. Nehmen wir jetzt wieder oben. Wir fahren hier eindeutig auf Diesel. So, wir sehen, dass das Ganze sehr gemütlich vonstatten geht. Wir haben ja vorhin gelernt, die Elektromotoren haben 6000 PS. Das Dieselaggregat hier hat 750 PS. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute einfach mal, dass der Dieselgenerator einfach nur Strom erzeugt. Ich glaube nicht, dass der direkt die Räder antreibt.
Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob der überhaupt das innerhalb dieser Zeit schafft, Bedingungen zu erfüllen hier mit den 80 km/h. Ja, mal gucken. Wir testen einfach mal. Wir haben halt das Dieselaggregat damit eingebaut, dass er zumindest im Notfall vorwärts kommt. Interessante Idee. Man schleppt natürlich die ganze Zeit das Zeug mit sich rum an Gewicht und entsprechend natürlich auch kostet das auch mehr. Aber die werden schon wissen, warum sie es machen. Ja, wenn das so ein Überland-Langstreckenfahrzeug ist, ist es dann wohl einfacher, so ein Ding mit einzubauen, als dass man dann mit einer Schlepplok das Ding holen muss. So, also die Beleuchtung ist schon mal gut. Ich finde, das Display sieht irgendwie billig aus hier. Ist das wirklich so? Ich fürchte fast, wir werden die 80 nicht erreichen, oder? Okay, wäre jetzt natürlich interessant, was passiert. Weil der Zielbahnhof, der kommt ja gleich. Beziehungsweise gleich ist ein bisschen übertrieben, aber ist noch ein Stück. Aber vielleicht fährt man dann einfach noch eine Runde. Wir gucken, was passiert. Ja, dafür nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit heute. Ja, wir müssen ja mal wieder was ausprobieren. Ah, kommen wir vielleicht doch noch hin. Oh, wir sind was. Doch, wir schaffen es noch. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Die im September 2019 eingeführten Class 801 wurden als Ersatz für die in die Jahre gekommenen Intercity 125 und 225 gebaut, die zu dieser Zeit die Hauptzüge auf der East Coast Mainline waren. Die Class 801-Flotte wurde als reiner Elektrotriebzug konzipiert, verfügt jedoch über einen einzelnen 560 Kilowatt 750 PS starken Dieselmotor, der in einem der Wagen für den Notbetrieb eingebaut ist.
Diese Baureihe hat eine maximale Leistung von 4500 Kilowatt, 6000 PS und eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 124 Meilen pro Stunde. Ich dachte, das war der Bahnhof. Ah, ich muss ja noch auf die andere. Ach, ne, da hätte ich aber. Okay, das war mein Fehl. War das nicht der hier? Interessieren würde. Man kann hier während der Fahrt einfach umschalten. Ich wollte bloß auf das eigentliche Tempo nochmal hochkommen. Also nach einer Weile kommt das schon ein bisschen auf Tempo, aber ja, hauptsächlich. Halt nur zum Vorankommen gebaut. So. Ach, über einen Ort fahren. Verguckt. An einem Ort anhalten. Also prinzipiell funktioniert, wie man sieht. Es dauert halt nur ein bisschen. Und also ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich jetzt eine Runde mehr gefahren bin als vorhin. Vielleicht hat er das registriert, dass ich zu langsam war und hat mich dann noch mal eine Runde geschickt. Man muss aber sagen, der ist ziemlich leise, der Wagen. Meine, wir können hier jetzt mal kurz mal da, wo das Dieselaggregat ist. Müsste ja hier irgendwo sein. Das sind ja viele Türme. Man hört jetzt hier nicht so einen großen Unterschied, ne? Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Sie nähern sich dem Bahnhof. Bereiten Sie den Zug darauf vor, langsamer zu werden. Ich eile. Verwenden Sie den Kombihebel, um etwas Bremskraft anzuwenden und den Zug in der angegebenen Position sanft anzuhalten.
Erstmal noch ein bisschen rollen. Und dann sind wir da. Und dann würde ich schon mal sagen, das war's für heute. Wie wir gesehen haben, mit dem Dieselaggregat, das funktioniert hier auch im Spiel. Ist etwas gemütlich unterwegs, aber ja. Da der Zug angehalten hat, können Sie jetzt die Fahrgasttüren öffnen. Habe ich. Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Das war's für heute und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.